Die Rettermesse ist ja die Feuerwehrleitmesse in Österreich und findet heuer von Donnerstag, den 20. bis Samstag, den 22. September statt. Was wird die Feuerwehr Welsdorf alles zeigen? Ja, die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels ist ja der ideelle Partner seit Beginn, seit 2002 und unterstützt die Messe immer mit einem repräsentativen Stand. Heuer haben wir das Schwerpunktthema Tunneleinsatz und wir werden von der Ausbildung in der Feuerwehr über Kompetenzzentren in Tirol bis zur High-End-Ausbildung in der Schweiz berichten und das dementsprechend illustriert darstellen. Sie haben ja mit der Westspange, mit den Tunnels rund um Steinhaus ja ein ideales Übungs- und Einsatzgelände. Wird hier in diesen Tunnels auch geübt? Ja, die Feuerwehr Wels ist eine Portalfeuerwehr. Das heißt, wir bereiten uns laufend für einen möglichen Einsatz vor. Und gerade die Ortskenntnis eines Tunnels ist ganz entscheidend. Und hier haben wir die Möglichkeit, gemeinsam mit der ASFINAG laufend und regelmäßig zu üben. Binden Sie da auch die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus beispielsweise ein? Ja, entlang der Tunnelkette Neuzmühle und Steinhaus sind 6 Feuerwehren als Stützpunktfeuerwehren definiert. Und nur gemeinsam wird geübt und nur gemeinsam würden wir auch den Einsatz meistern können. Wie läuft es so mit der Jugendbeschaffung? Speziell mit Aktionen wie Gemeinsam sicher Feuerwehr oder Sei dabei versuchen wir laufend Jugendliche und Kinder zu rekrutieren und dann bei Spielsport und Spaß die Feuer und Flamme am Lodern zu erhalten. Die Rettermesse präsentiert nicht nur Autos und ideelle Ausstellungen, sondern auch Einsatzvorführungen. Wir werden gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Polizei eine eindrucksvolle Einsatzübung durchführen.